Road Select. Classic. Gott, die Musik. Hellfire. Auf jeden Fall Deck Classic. Warte mal, kann ich den Controller einstellen? Nicht, gell? Also gut, ich muss mit Maus spielen. Was war das für Geräusch? Nix. So, ich tu mal kurz den Controller ausschalten. Und dann hoffe ich, dass das Spiel mich verschont und gar nicht so schlecht ist. Schaut auf jeden Fall schon mal schön aus, weil wir haben keine Sonne. Wir haben keinen blauen Himmel. Wir haben eine Kuh. Ich mag Kühe. Ich habe keine Ahnung. Ah! Wieso? Achso. Ich habe eigentlich immer Angst vor Gruselspielen, ehrlich gesagt. Hallo Larius. Ja, warum hab ich jetzt eine Waffe bekommen? Was soll das? Ach du meine Güte. Was hat das mit Gras zu tun? Damit E kann man auch wechseln, okay. Haru, ich hoffe, du hast es auch gespielt. Hallo. Wow. Die Zeit ist verlangsamt. Nein? Das ist meine Zeit verlangsamt. Da hinten ist auch eins. Okay, das war bloß, weil es ausgegangen ist. Also Leute, ich kann kein Gruselspiel spielen. Ich bin erschrocken, bloß weil das Zeitverlangsamen aufgehört hat und das wieder aufgetaucht ist. Ich kann kein Gruselspiel spielen. Das ist eigentlich ganz schön. Ich finde das sehr angenehm gerade, vor allem diese das Wetter. Ah, was ist das da? Wow, okay, wow, Mist. Okay, alles klar. Alles klar. Okay, das unsichtbare Wand. Ja, also soll ich jetzt eine Kuh erschießen oder was? Soll ich jetzt wirklich eine Kuh erschießen? Ich mag Kühe. Der Wind ist schön. Da ist wieder unsichtbare Wand. Die Waffe mag ich am liebsten sowas. Ich bin auch immer meistens einer, der wo dann bei Turok oder so die kleine, die genaue kleine genommen hat. Was trägt das, was wir da machen? Wir finden es selber raus. Wir mögen kein Backseat Gaming. Ich gehe jetzt mal die Alpha-Wand entlang. Momentan finde ich genießiges Wetter. Ich merke sogar so eine leichte Erfrischung. Keine Ahnung. Also ich werde eine Kuh erschießen, wenn es dann... Ich werde auf jeden Fall eine Kuh erschießen, weil wir haben eine Waffe bekommen. Wir können schießen und das einzig Lebende ist eine Kuh. Und die flimmern komisch. Also ich mag wirklich Kühe. Ich mag Kühe. Okay.
Alles klar. Bis jetzt gefällt mir das Spiel. Also wirklich, bis jetzt gefällt mir das Spiel, Haru. Es ist ja ein Gras-Simulator. Das heißt, das Hauptaugenmerk müsste man jetzt eigentlich aufs Gras. Also nicht die Bäume, die sind schlecht mit dem Licht, merkt man. Aber das Gras ist grün, saftig. Ich habe bloß Angst, dass ich erschrecke. Ist wieder ein Eiferwand. Hat man irgendwie ein Spiel, ein Ziel oder so? Es ist ein Simulator, bei Simulatoren. So Trill. Vielleicht kann er hier nochmal zurückgehen. Oh. Vielleicht soll ich mal nochmal nicht auf Mode drücken, sondern einfach Start drücken. Ich probiere es nochmal, gell? Ich weiß nicht, ob es gleich erkannt wird, das Spiel. Anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen. Doch, doch, es wird erkannt. Musik ist auch wieder da. Ah, da kann man bloß Mode Select drücken. Man kann bloß das drücken. Ich meine, da gibt es noch einen Startbutton. Dubstep, Hellfire Range, Snowfall. Bad Disco oder online? Online habe ich Angst, ehrlich gesagt. Mach mal Schnee. Oh. 100 Punkte. Oh, Skyrim. Ah, hallo Skyrim. Schaut, dass die Lichteffekte komisch sind. Sind die bei euch auch komisch? Warte mal. Bei mir flackert es manchmal. Bei euch auch? Ja, es flackert manchmal der Busch auf. Warum falle ich da dauernd hin? Es gibt bloß das da. Oh, ist das schön. Alter. Leute, wie kann man keinen Winter mögen? Ah! Was ist da rausgekommen? Das war Minen. Also Jai muss mal einen bestimmten Punkt bei der Kuh treffen, oder? Oh. Ich kann kein Horrorspiel spielen, Leute. Wann fahre ich eigentlich da und hin? Ja, weil das steht doch in meinem Streamtitel. Ich weiß es nicht. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Warum falle ich eigentlich dauernd hin? Ich liebe Kühe, aber man kann nichts anderes machen. Ich kann nichts anderes machen, als Kühe zerschießen. Also es sind jetzt keine echten Kühe, weil die explodieren. Aber es schaut schön aus. Warum falle ich eigentlich dauernd hin? Das liegt daran, dass ich einfach schnell erschrecke. Da liegt's. Ich erschrecke sehr schnell.
So, wir gehen zu den Graubärten. Mario, wir gehen jetzt zu den Graubärten. Warum schwebe ich eigentlich so über die Treppen drüber? Das sieht schön aus. Weil ich fall dauernd hin. Also programmiert ist es nicht gut, aber es schaut schön aus. Parabam, 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 bam, bam, bam. Was? Wer hat jetzt schon wieder einen Clip gepostet? Oh, was ist das? Ja, der wird nicht lustig sein, der Clip, glaube ich, oder? Bin ja bloß ich, wie Spiel. Ganz normal. Warum kann ich nicht mehr schießen? Hä, bin ich jetzt tot? Alter, ich bin tot. Ich bin wieder am Anfang. Und ich habe keine Waffen mehr. Warte mal. Jetzt. Na gut, man kann auch rennen. Okay, ich bin jetzt tot, weil ich zu nah am Schneemann dran war. Warum kann ich springen? Kann ich auch nicht, gell? Parabam, 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 pam, 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 parabam, 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 pam, parabam. Jetzt, wenn man es geil Musik anmachen wird. Der hat mich umgebracht. Ich fahre halt dauernd hin, gell? Ich verstehe nicht warum. Das ist eine Wand. Oh. Sorry. Na ja gut, dann gehen wir in die nächste Welt, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir machen. Und jetzt auch noch auf den Schneemann. Ist es. Ich mag eigentlich keine Schneemänner. Ich mag keine Schneemänner. Ich mag Kühe. Aber Schneemänner finde ich, glaube ich, ein bisschen immer hinterhältig. Wow. Moment, schaut mal durch das an und jetzt hat. Pass mal auf. Das muss ich jetzt mal euch geben. Jetzt pass auf. Eins zu eins. Es sieht aus und hört sich jetzt an wie Skyrim. Graubärte. Wunderbar. Wo ist der Eistroll? Das Geräusch passt nicht dazu. Dieses. Oh, es ist schön. Es hat jetzt wirklich genau das Feeling wie Skyrim gerade. Das vermisse ich jetzt das schon ein bisschen, Skyrim. Nein, was ist da? Haru, was ist da? Das habe ich im Trailer gesehen.
alle Kühe abschießen. Sie kommen doch auch wieder. Sie kommen ja wieder. Ja, die tauchen wieder auf, Sordu. Das kann also auch nicht sein. Ich denke nicht, dass man da was schaffen kann in dem Spiel. Ich denke, man soll das Gras bewundern. Und Kühe sind mit Gras ziemlich verbunden. Die essen Gras und wieder kauen das sogar. Deswegen sind die Kühe halt Bestandteil des Spiels. Man soll Gedanken über Gras machen. Schauen wir in die nächste Welt rein, oder? Das soll ich 12 Stunden spielen? Nicht schwarz. Musik. Schaut euch das an. Ist das nicht toll? Sind nicht Videospiele toll? Zwei Stunden Gras-Simulator. So. Bad Disco. Oh mein Gott. Ich hab keine Waffe. Wow. Ich hab keine Waffe. Was ist da? Stinkt da was? Was ist das? Ich erschreck gleich wieder. Wusch. Ich hab keine Waffe, ne? Irgendwas muss er sich ja bei gedacht haben, der was programmiert hat. Warum, wie kommt, immer mal eine Frage. Wie bist du auf das Spiel gekommen? Das war mal jetzt einfach eine berechtigte Frage. Wie bist du auf das Spiel gekommen? Wenn ich Spiele programmieren würde. Strike City? Hellfire. Boah. Das ist das erste Level, bloß halt mit der anderen. Mit Feuer. Geräusch von der Waffe ist sich gerade verändert. Also schlecht spiele ich das Spiel nicht. Weil wir haben jetzt bisher, selbst im Höllenfeuer sind Wolken. Also selbst in der Hölle gibt es besseres Wetter als bei uns gerade. Deswegen ist das Spiel gar nicht so schlecht, weil ich glaube, der, wo das entwickelt hat, mag die Sonne auch nicht so gern. Glaube ich. Na gut. Was haben wir noch?
Range. Oh, das ist cool. Jetzt aber vielleicht mal das Tutorial. Press Q, du. Genau. Boah, voll in die Mitte, ohne Fadenkreuz. Komm mal her, ich bin so gut wie James, hey. Und der hat sogar Ding runtergeladen, dass er besser ziehen kann. Also ich meine, so Übungssimulator. Und das auf der Couch, gell? Die Musik ist schön. Nö. Das ist besser als genau Aim Lab. Das wollte ich sagen. Aim Lab. Boah. Die, wo so weit weg nah dran sind, kann man gar nicht umschießen. Was hat jetzt das? Bloß mal eine Frage. Was hat jetzt das mit Gras zu tun? Das hat jetzt. Moment. Schau mal her. Wieder das Wetter. Leute, den Entwickler vor dem Spiel. Der denkt wie ich? Da sollte ich mir Gedanken machen. Was geht ansonsten mich noch in meinen Kopf vor, wenn ich das Wetter so lieb? Aber bisher haben wir noch kein schönes Wetter gehabt. In keiner Welt. Wir haben Eis gehabt, Wolken, Nebel, Regen. Da, schauen wir, das war immer noch Regenwolken. Irgendwie könnte man das so als so ein Pause-Stream. Ich glaube, wir würden das dann so. Pause! We start. We are back in few minutes. Keine Ahnung. Und dann die Musik und dann das da. Ich kann springen das erste Mal. Ah, die Musik ist ja krass. Was mit dem Himmel los? Raid Alert? Die Musik ist krass mit dem Chor. Eine 8-Bit-Musik. Boah, wow, ist das Sonne und Mond? Ist das auf jeden Fall woanders? Das Gras tanzt? Ach, da, ja. Stimmt. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Die Musik ist krass. Unglaublich, Leute. Online. Ich habe Angst. Online spielen habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst. Ich drück drauf, gell? No rooms. Leute, spielt keiner. Es spielt keiner. Maximale Player 16. Team Deathmatch oder Deathmatch? Also man schießt sich dann gegenseitig ab. Jetzt macht das Spiel vielleicht mehr Sinn. Roomname. Gras
Vernichtung. Alle laden sich das jetzt runter. Ping 31. Join und leave. 5 Minuten geht es. Kann nichts machen. Leading Player mag Nintendo. Da hat er schon alles eingestellt. Das Join. Ah, oh Gott. Oh Gottes Willen, das ist wieder ein bisschen verstörend. Ich bin allein in dem Raum. Wo ist Haru? Wo ist Haru? Da! Wow, okay, mit Blut. Ich habe bloß noch 80 HP. Ich sehe es erst mal meine Energie unten rechts. Ich hoffe, das joint jetzt keiner, sonst habe ich Angst. Und Munition gibt es auch. Gibt es auch Waffen zum Einsammeln irgendwo? Dass das Slenderman da ist irgendwo. Was ist das? Das ist eine kleine Area eigentlich, wenn man dort, wenn da 16 Leute rumrennen, dann ist es ein Chaos hier. Dann ist es ein Schlachtfeld. Ich hab gemeint, da kann man sich eher verstecken oder so. Das ist ja ein Rechteck, wo eingekrallt gekesselt ist. Das mit 16 Leuten. Ich bin eh der Einzige, der das spielt. Schauen wir, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Na ja, so kann man einen freien Tag auch verbringen, oder? So kann man einen freien Montag auch verbringen. Das erste Mal mit schönem Wetter, weil er auch online hast. Schau, einmal wenn man online geht, gibt es schönes Wetter, weil er dann sagt, ja, ich tue mich bei der breiten Masse an, Freunden. So, noch 1 Minute 50. Also, bestimmt. Also, wenn nicht, dann komisch. Also, ich sage ja. Das kann man sich dann in Wunschmusik wünschen. das wäre mein Ding. Da wäre ich jetzt dann, wenn dann 16 Leute da sind, würde ich so machen. Vielleicht soll ich doch mal Fortnite spielen, Leute. Schau mal her, ich bin gar nicht so schlecht. Fortnite ist umsonst, oder? Ich bin gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich tue bloß immer so, als würde ich mit Maus nicht spielen können. Pass auf. Und ba! Und ba! Mein Uhr-Controller ist angekommen. Was? Geil. Hey, machst du ein Foto? Bitte mach ein Foto, bitte.
Was für ich bin der Winner. Für Smash oder für was anderes? Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, was wir machen, weil ich komme nicht mehr raus. Doch. Infollow. Hallo, Goni, Nato. Ich habe keine Ahnung, was wir gespielt haben. Ich habe keine Ahnung. Wir könnten jetzt auf Smash switchen. Smash switchen. Weil ich habe eh nicht mehr viel Zeit. Und jetzt dann noch Zelda anfangen, ist eigentlich ein Schmarrn. Wie komme ich jetzt raus? Aus dem Spiel? Gras-Simulator. Genau. Haru hat es erfasst.